Wir beginnen nun mit einem allgemeinen Überblick über das System KNX. Man muss sich zunächst einmal klar machen, welche Anwendungsfelder in modernen Gebäuden elektrotechnisch vorkommen. Auch darüber, ob man überhaupt ein wie auch immer geartetes Bussystem benötigt, wird immer noch diskutiert. Hier ist vor allem der Kostenfaktor ein Thema. Dazu aber später noch ein paar Ausführungen. Die hier gezeigten Anwendungsmöglichkeiten lassen sich gruppieren nach den Zielen, die man erreichen möchte und manchmal sogar muss. Da ist einmal die Sicherheit. Sicherheit bezieht sich einerseits auf Schutz vor unbefugtem Zugriff. Hierunter fällt dann zum Beispiel die Überwachungstechnik. Die Gebäudesicherheit an sich bezieht auch die Alarmierung vor und den Schutz gegen durch die Umwelt drohende technische Schäden ein. Das kann beispielsweise die Überwachung der physikalischen Umgebungsbedingungen, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Niederschlag sein, wie es eine Wetterzentrale macht. Daraus abgeleitet können dann Beschattungssysteme gesteuert werden. Als zweites Ziel setzt man sich den optimalen Energieeinsatz und damit, untrennbar verbunden, die Minimierung des Energieverbrauches. Heute ist es vor allem diese Bedingung, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Um die gesetzlich definierten Ziele zur Energieeinsparung zu erreichen, ist es mittlerweile gar nicht mehr zu vermeiden, ein Gebäudeautomationssystem einzusetzen. Es geht nur noch um die Frage, welches dafür am besten geeignet ist. KNX zählt mit Sicherheit zu den Systemen, die die umfangreichsten Möglichkeiten bieten, alleine schon durch die über 400 Hersteller, die das System unterstützen. Anwendungsgebiete Energiemanagement, Heizung, Lüftung, Klima, Zählerwerterfassung und Beleuchtungsregelung fallen unter das Ziel der optimalen Energieeffizienz. Im privaten Sektor sind es auch die Haushaltsgeräte. Die Vision, dass Waschmaschinen, Geschirrspüler und Wäschetrockner als Großverbraucher nur dann laufen, wenn günstige oder gar kostenlose Energie dafür verfügbar ist, ist überall gegenwärtig. Das dritte Ziel, das ohne kommunikative Gebäudesystemtechnik nicht mehr auskommt, ist der Komfort. Um ein Gebäude und seine Funktionen von überall bequem steuern zu können, ist es unverzichtbar, ein Bussystem einzusetzen. Einheitliche Fernbedienungen für alle möglichen Funktionen wünscht sich heute so mancher, dessen Wohnzimmertisch vor lauter Einzelfernbedienungen überläuft. Da geht es dann auch um das Thema Unterhaltungselektronik und Medientechnik. Aber schauen wir uns ein paar Anwendungsbeispiele genauer an. Erstes Beispiel: Zentralfunktionen. Zentral anzusteuernde Funktionen dienen in erster Linie der Komfortsteigerung. Dazu zählt das Ein- und Ausschalten aller Verbraucher oder bestimmter Gruppen von Verbrauchern mit Hilfe eines einzigen Steuerbefehls. Gerne gewünscht ist hier bei Verlassen eines Gebäudes vergessene Verbraucher wie Beleuchtung, Heizgeräte, Herde und Bügeleisen einfach abschalten zu können, um sicher zu sein, dass im unbewohnten Haus keine gefährlichen Zustände eintreten können. Darüber hinaus können noch zusätzliche Funktionen aktiviert werden, wie die Alarmanlage und die Jalousie- bzw. Rollladen-Sonnenschutzautomatik. Zweites Beispiel: Szenensteuerung. Eine Szene ist nichts anderes als eine Art Zentralfunktion. Die Übergänge zur echten Zentralfunktion sind dementsprechend fließend. Bei einer Szene werden im Allgemeinen jedoch Funktionen unterschiedlicher Gewerke angesteuert und das mit variierenden Werten. Eine klassische Zentralfunktion dagegen steuert Funktionen derselben Art an,
wie zum Beispiel Licht gesamt ein oder aus. Szenen werden auch so eingerichtet, dass man sie jederzeit als Endbenutzer ändern kann, was bei einem Zentralbefehl im Allgemeinen nicht der Fall ist. Drittes Beispiel: Lichtregelung. Die Lichtregelung mit KNX gibt es bereits seit über 25 Jahren. Empirische Datenerhebung hat ergeben, dass nur die Lichtregelung alleine bereits bis zu 50% der Stromkosten für die Beleuchtung einsparen kann. Im Vergleich zu Gebäudeklimatisierung, insbesondere Beheizung, ist der Einspareffekt zwar nicht so groß, jedoch auch nicht zu vernachlässigen, da die Kosten für elektrische Energie immer deutlich höher pro Kilowattstunde liegen als die Kosten für die Energieträger Gas, Fernwärme oder Heizöl. Die 75% schließlich kommen dann zum Tragen, wenn man im Sommer die Klimaanlage betreiben muss, um die Abwärme der eingeschalteten Leuchten zu neutralisieren. Wenn man zusätzlich zur Lichtregelung durch intelligente Jalousien das natürliche Licht blendfrei zur Innenraumerhellung verwenden kann, spart man sich die Klimaanlage, was bis zu 75% Reduzierung der Stromkosten ergibt. Viertes Beispiel: Zentrales Anzeigen und Bedienen. In einem intelligenten Gebäude gibt es viele Betriebszustände, die man gerne überwachen möchte. Um solche Daten übersichtlich und an einem Ort sichtbar zu machen, richtet man Visualisierungen ein. Diese gibt es in den verschiedensten Ausführungen, von kleinen monochromatischen Displays für die Statusanzeigen in einem Raum bis hin zum umfangreichen Webserver-basierten System, das man mit jedem Browser-Client praktisch überall auf der Welt benutzen kann. Reine Anzeigen sind heute auch kaum noch gefragt. Vielmehr werden die Bedienfunktionen gleich in dieselbe Visualisierung integriert und ermöglichen so die vollständige, zentrale und damit komfortable Anlagenkontrolle. Dabei ist im Hinblick auf das verwendete KNX-System anzumerken, dass solche zentralen Visualisierungen für die eigentlichen Funktionen nicht erforderlich sind. Fünftes Beispiel: Fernüberwachung, Bedienung und Wartung. Vor über 20 Jahren kamen die ersten Schnittstellengeräte, sogenannte Modemkoppler, für EIB auf den Markt. Sie ermöglichten es, per Tastendruck an einem der damals verbreiteten Tastentelefone bestimmte Zustände der Anlage abzufragen und auch zu steuern. Diese Geräte haben sich natürlich weiterentwickelt und aus ihnen wurden im Laufe der Zeit die Ethernet-basierten Webserver, die ich bereits im vorherigen Beispiel erwähnt habe. Die Fernüberwachung und Bedienung mit Hilfe eines Smartphones ist dadurch natürlich eingeschlossen. Außerdem bieten die heute verfügbaren Fernzugriffskomponenten die Möglichkeit der Anlagenferndiagnose. Man kann bei Fehlfunktionen zunächst per Fernzugriff die wahrscheinlichen Fehlerquellen ermitteln, gegebenenfalls sogar durch Umprogrammierung beseitigen und spart so Zeitaufwand und der Kunde spart vor allem Wartungs- und Instandsetzungskosten. Sechstes Beispiel: Trennwandsteuerung. Sie können sich unter dem Begriff Trennwandsteuerung nichts vorstellen? Zugegeben, er ist auch etwas irreführend. Es wird keine Wand gesteuert, sondern die Raumfunktionen. Sie werden durch flexible Trennwände beeinflusst. Grundlage ist die Forderung, dass mehrere gleichartig aufgebaute Räume durch Entfernen der Trennwände dazwischen zu größeren Räumen zusammengefasst werden sollen. Dabei sollen alle Bedienelemente für die raumweise identischen Funktionen automatisch parallel geschaltet werden.
Und das alles ohne jedes Mal per Computer auf die Anlage einzuwirken oder gar die Verdrahtung zu ändern. Voraussetzung ist natürlich, wie bei KNX natürlicherweise gegeben, die strikte Trennung zwischen Sensorik und Aktorik. Siebtes Beispiel, die Panikfunktion. Jeder kennt den roten Knopf, den angeblich jeder Bankangestellte unter seinem Schreibtisch hat. Ob's wahr ist oder nicht, auf jeden Fall wird seine Funktion oft gefordert. Die Funktion besteht darin, eine Gefahrsituation, oft die eines Einbruches, mit einem einfachen Knopfdruck an die Außenwelt weiterzumelden. Ist dieser Panikschalter im privaten Wohnhaus installiert, so kann er zusätzlich eine Panikszene auslösen. Die gesamte Beleuchtung im Haus einschalten und alle Jalousien und Rollläden hochfahren. Auch könnte man eine Stroboskoplampe und eine Alarmsirene damit einschalten. Damit ist es eigentlich eine besondere Form der Szene. Es ist eine bestimmte Abfolge an voreingestellten Befehlen, die vom Benutzer nicht änderbar sind. Das wird auch Ereignisprogramm genannt. Ein anderes Beispiel eines solchen Ereignisprogrammes ist die Anwendung im Kinderzimmer. Wachen kleine Kinder nachts auf, haben sie wegen der Dunkelheit auch oft Panik. Ein beleuchteter Schalter schafft hier Abhilfe. Wenn das Kind ihn drückt, wird die Beleuchtung hochgedimmt, aber nicht bis zum Maximum. Überdies könnten die Eltern im Schlafzimmer auf einem Display eine audiovisuelle Benachrichtigung erhalten. Achtes Beispiel: Klima- und Temperaturregelung. Nach all den vorgestellten Beispielen dürfte es nicht mehr verwunderlich erscheinen, wenn man erwähnt, dass der KNX-Bus selbstverständlich auch ein erhebliches Energieeinsparpotenzial in der Klima- und Temperaturregelung ermöglicht. Da ist zum einen die auf Zehntelgrad genaue Regelung, die raumindividuell geplant werden kann. Dann die periodenkonforme Sollwerteinstellung per zentraler Zeitschaltuhr und die belegungsabhängige, ebenfalls automatische Solltemperatur. Einstellung. Darüber hinaus wird durch die Überwachung der Fenster vermieden, dass man bei geöffneten Fenstern weiterhin auf den normalen Sollwert hinregelt, sondern man schaltet ihn um auf Gebäudeschutz. Das sind dann entweder 7 oder 35 Grad Celsius, sodass man zu einem Energiesparen andererseits aber Gebäudeschäden durch Frost oder Überhitzung vermeiden kann. Durch die sogenannte Primär-Sekundär-Kopplung wird schließlich auch erreicht, dass der zentrale Energieerzeuger für Heizen oder Kühlen bedarfsgerecht gesteuert wird. Diese Technik ermöglicht direkte Beeinflussung der Vorlauftemperaturen in Abhängigkeit der angeforderten Energie aus den einzelnen Räumen. Neuntes Beispiel: Anwesenheitssimulation. Während der Abwesenheit des Gebäudenutzers wird das Gebäude trotzdem weiterhin so betrieben, als ob es bewohnt wäre. Das heißt, von außen sichtbare Funktionen der Beleuchtung und der Beschattung werden in Abwesenheit intelligent simuliert. Die Anwesenheitssimulation zeichnet die Nutzergewohnheiten über mehrere Wochen auf und gibt sie dann wochentags- und uhrzeitgenau mit einstellbarer Varianz wieder. So wird es für lästige und ungebetene Beobachter viel schwerer zu beurteilen, ob wirklich niemand zu Hause ist. Und das Haus ist auch ohne teure Alarmanlage gut geschützt. Beispiel 10. Energieverbrauchsoptimierung. KNX kann einen wichtigen Beitrag für Smart Grid liefern. Da es bereits seit langem KNX-Aktoren gibt, deren Leistungsaufnahme und Energiebedarf exakt erfasst
und aufgezeichnet werden können, außerdem mit KNX-fähigen Elektrizitätszählern auch der Gesamtenergieverbrauch einfach überwacht werden kann, können mittels Maximumüberwachung und automatischer Verbraucherabschaltung, wo es möglich und sinnvoll ist, die Lastkurven von Gebäuden verstetigt und Energie dann verbraucht werden, wenn sie kostengünstig zur Verfügung steht. In Verbindung mit der Nutzung erneuerbarer Energiequellen bedeutet das konkret, der Stromverbrauch bestimmter Elektrogeräte wird zum Beispiel durch die Verfügbarkeit von Solarstrom gesteuert. Ein Haushaltsgerät wie Waschmaschine, Trockner oder Geschirrspüler wird dadurch nicht mehr nachts, sondern erst dann betrieben, wenn die Sonne scheint. Anhand der geschilderten Anwendungsbeispiele kann man dem potenziellen Kunden schon sehr anschaulich den Nutzen erläutern, den ein KNX-System bringt. Viele Kunden sind technisch unerfahren. Deshalb lohnt es sich nicht, ihnen etwas über KNX technisch zu erklären. Man muss vielmehr genau die Anwendungsmöglichkeiten und deren Nutzen herausstellen. Dabei ist es immer wichtig zu wissen, was genau ein Kunde von einer intelligenten Haussteuerung erwartet. Energie- und Kostenersparnis, mehr Sicherheit oder höheren Komfort oder alles zusammen? Egal, auf jeden Fall sollte der Kostenaspekt erst ganz am Schluss der Systemvorstellung stehen. Dann hat man den Kunden meist so weit für das System gewonnen, dass er nur noch fragt, wie man bestimmte Funktionen vielleicht günstiger hinbekommt. Da kann man dann mit Notlösungen aufwarten, zum Beispiel Aktoren mit sehr vielen Kanälen oder Umplanung von Funktionen, statt Dimmen nur Schalten oder statt stetigen Ventilantrieben für die Heizung elektrothermische Antriebe. KNX, was bringt es? Hier eine Zusammenfassung möglicher Kundennutzen. Steigerung der Sicherheit. Wirtschaftlicher Energieeinsatz beim Betreiben von Gebäuden. Leichte Anpassung der Elektroinstallation an wechselnde Nutzerbedürfnisse. Erhebliche Komforterhöhung. Zukunftssichere Installationen. Große verfügbare Produktvielfalt verschiedener Hersteller. Großes Dienstleisternetzwerk qualifizierter Installateure, Planer und Integratoren. Ein Bild, das verdeutlichen soll, welche Probleme konventionelle Lösungen in sich bergen können. Es gibt für alle Gewerke irgendwelche Einzellösungen, beispielsweise ein Jalousie-Steuerungssystem eines Herstellers von Beschattungstechnik, ein Heizungsregelsystem vom Heizungshersteller und etwas für die Beleuchtungsautomatisierung vom Leuchtenhersteller. Doch wenn man alle Gewerke, was heute sinnvoll ist, synchronisieren möchte, dann bieten solche Einzelpakete dafür keine Möglichkeit. Möchte man sie dennoch verbinden, wird es kompliziert, unübersichtlich und teuer. Eine KNX-Busanlage integriert alle Gewerke einheitlich, sozusagen unter einem Dach. Somit können Synergien genutzt werden. Und je mehr Funktionalität gefordert ist, umso günstiger wird das System im Vergleich zu traditionellen Einzellösungen. Und da es nur eine Planungssoftware gibt, bleibt es trotz hoher Komplexität an sich einfach und überschaubar. Außerdem kann KNX auch später jederzeit erweitert und geändert werden. Das haben wir schon die letzten 25 Jahre sehr erfolgreich demonstriert. Ziele und Aufgaben der KNX Association. Die KNX Association bestand bei der Gründung aus 8 Mitgliedern. Die Zahl hat sich inzwischen Stand Ende 2016 auf mehr als 400 erhöht, einschließlich Firmen, die vorher kein Mitglied in den ehemaligen Vereinen waren. Diese Firmen repräsentieren mehr als 80%
des europäischen Installationsgeräte- und Weisewarenmarktes. Auch viele neue Mitglieder aus anderen Kontinenten gehören mittlerweile der KNX Association an. Sowohl Entwicklungsfirmen als auch Endgerätehersteller können Mitglied werden, neben Dienstleistern, zum Beispiel Energieversorger oder anderen Interessenten. Die aktuelle Mitgliederliste ist unter www.knx.org jederzeit abrufbar. Die KNX Association berät unter anderem ihre Mitglieder bei der Entwicklung neuer Produkte im Hinblick auf die Zertifizierungsbedingungen. Sie betreibt nationale und internationale Normungsarbeit. Sie zertifiziert und überwacht KNX-Schulungsstätten, damit ein einheitliches Ausbildungsniveau weltweit gewährleistet ist. Sie macht Promotion für KNX, zum Beispiel auf Messen, im Internet und durch Broschüren und das KNX-Journal. Sie unterstützt Forschungsaktivitäten von Hochschulen und Universitäten im sogenannten Scientific Partnership Programm. Einige Informationen über die früheren Vereinigungen, aus denen die KNX Association entstanden ist. Der Batibus Club wurde in die KNX France umgewandelt. KNX verkauft weiterhin die ETS-Software der früheren EIBA. Dafür hat die KNX Association ihre Statuten so geändert, dass sie als Unternehmen verantwortlich für die Entwicklung und Verkauf von KNX-Softwarewerkzeugen weiterhin zuständig ist. Dies beinhaltet unter anderem die ETS, Engineering Tool Software, siehe weiter unten. Die KNX Association führt die Zertifizierung des EIB-Systems bis heute fort, weil es zum KNX kompatibel ist. EHSA und Batibus dagegen sind inzwischen komplett abgewickelt. Nun beginnen wir mit der technischen Einführung. Grundvoraussetzung für eine intelligente Gebäudesteuerung ist die Entkopplung zweier Aufgaben. A. Die Aufgabe der Ansteuerung von Funktionen, man könnte auch sagen die Befehlsausgabe. B. Die Aufgabe der Ausführung von Funktionen oder auch die Befehlsausführung. Beim klassischen Lichtschalter ist das nicht der Fall. Er ist Befehlsgeber und Empfänger in einem. Das von ihm angesteuerte Betriebsmittel kann so nicht von einem anderen Befehlsgeber ebenfalls angesteuert werden. Dadurch ist eine Fernbedienung oder eine Gruppenschaltung von vornherein ausgeschlossen. In einem Bussystem wie dem KNX werden, wie man auch am Bild erkennen kann, die Aufgaben strikt getrennt. Oben sieht man die Befehlsempfänger, im Fachjargon Aktoren genannt, zum Beispiel für Beleuchtung, Heizung und Beschattung. Unten befinden sich die Befehlsgeber, im Fachjargon Sensoren genannt. Wie Sie sehen, kann es beliebige Sensoren geben. Einzige Bedingung: die Ansteuerung der Aktorik muss sinnvoll sein. Grundsätzlich kann jeder Sensor den gleichen Aktor ansteuern. Da der KNX-Bus ein serieller Bus ist, findet so etwas nacheinander statt. Es ist ziemlich militärisch organisiert. Das Motto lautet: der letzte Befehl gilt und setzt sich durch. Auf diese Weise können alle Funktionen in einer Anlage jederzeit von überall her angesteuert werden. Man hat die volle Flexibilität erreicht. Verwendbare Kommunikationsmedien. Ursprünglich wurde KNX als ein sogenannter Zweidrahtbus entwickelt. Die Information wird über ein Adernpaar in einer geeigneten Stromleitung übertragen. Aufgrund der Signaleigenschaften kann nur eine bestimmte Leitung verwendet werden. Auf dieser Leitung gibt es nur das KNX-Signal, sonst nichts. Das nennt man getrennte Steuerleitung. Diese Installationsweise wird vor allem bei Neubauten und umfangreichen Renovierungen verwendet. Dazu später noch mehr. Als zweites Medium wurde Powerline, also die AC 230 Volt Energieleitung für die Verbraucher bzw. Betriebsmittel in der elektrischen Anlage ab 1997 zur Datenübertragung verwendet.
Hier gibt es eine Frequenzmodulation. Das Signal wird in eine geeignete Form gebracht, sodass man es auf der 50 Hz wechselstromführenden Leitung zusätzlich übertragen kann. Die gleichzeitige Übertragung von Energie und Daten auf derselben Leitung bringt aber nicht nur Vorteile. Man muss hier zum Beispiel dafür sorgen, dass die Bustelegramme nicht in die Nachbarwohnung oder das Nachbarhaus gelangen. Heute muss man noch hinzufügen, gibt es keinen Anbieter von KNX Powerline auf dem Markt mehr. Drittens steht seit dem Jahr 2002 das Medium Funk für die drahtlose Übertragung zur Verfügung. Ebenfalls seit dieser Zeit kann der KNX auch mit dem Ethernet und damit dem Internet gekoppelt werden. So ist es möglich, auch Liegenschaften an weit auseinanderliegenden Orten zu einem einheitlichen System zu verbinden. Das Übertragungsmedium Twisted Pair, Zweidraht Steuerleitung. Alle Busteilnehmer, Sensoren, Controller und Aktoren werden parallel geschaltet und immer auf dem kürzesten Weg untereinander verbunden. Schleift man auch die Energieleitung 230 Volt von Verbraucher zu Verbraucher durch, kann der gesamte Verkabelungsaufwand trotz individueller Ansteuerung aller Verbraucher bis zu 60% reduziert werden. Dadurch können wesentlich mehr Funktionen als in der konventionellen Technik realisiert werden. Außerdem steigt die Transparenz und Übersichtlichkeit der Elektroinstallation. Die KNX Busleitung versorgt auch in den meisten Fällen die Busteilnehmer mit der notwendigen Steuerungsenergie. Eine zentrale Steuereinheit, zum Beispiel PC oder CPU, ist zwar möglich, aber nicht notwendig, da alle Busteilnehmer über eine eigene Intelligenz verfügen. KNX ist ein dezentrales System, in dem Sensoren ereignisbestimmt immer direkt die Aktoren ansteuern. Man nennt so ein System auch einen Multi-Master-Bus. KNX-Systemübersicht. Wie bereits eingangs dargestellt, unterstützt das KNX-System verschiedene Möglichkeiten der Projektierung und Inbetriebssetzung, je nach Komplexität und Umfang der geplanten Anlage. Dabei wird stets das grundlegende Standardprotokoll verwendet, also eine weltweit genormte Anzahl von Befehlen bei der Programmierung der Busgeräte und die ebenfalls universell genormten Datenpunkttypen. Abhängig von der gewählten Projektierungsart und dem Medium der Busgeräte werden diesem Standardprotokoll dann Erweiterungen hinzugefügt. Man spricht vom System Mode, wenn man eine Anlage mittels PC und ETS vollständig planen und in Betrieb nehmen kann. Der Easy Mode hingegen fasst einfache Inbetriebnahmemechanismen zusammen, die den Gebrauch eines Computertools überflüssig machen und eine schnellere Inbetriebnahme ermöglichen. Allerdings bedeutet Easy immer auch, dass die realisierbaren Funktionen nicht so flexibel und umfangreich sind wie beim System Mode. Beim Easy Mode gibt es außerdem drei unterschiedliche Methoden der Inbetriebnahme. A. Controller Mode. Ein zentrales Gerät, das die Programmierung aller möglichen Busteilnehmer kennt, analysiert die Installation nach dem Einbau der Geräte. Der Inbetriebnehmer muss in der Regel nur noch die erkannten Sensoren und Aktoren passend aufeinander verbinden. B. Push-Button-Mode. Dieser Modus kommt ohne jegliches Zusatztool aus. Nur durch Betätigen von Lerntasten oder Schiebeschaltern an den zu verbindenden Aktoren und Sensoren können die Sensoren den Aktoren ihre Verbindungsdaten mitteilen. Damit können sofort funktionierende Anlagen in kurzer Zeit erstellt werden. Auch hier gilt, nicht alle möglichen Einstellungen sind verfügbar. Vor allem Parameter können im Push-Button-Mode nicht verändert werden.
C. LTE-Mode, Logical Tech Extended. Dies ist ebenfalls eine Art Controller-Mode. Dabei wird eine vorgegebene Struktur von Funktionsadressen verwendet, die sogenannten Zonen. Die beteiligten Geräte besitzen entweder selbst ein Display, auf dem man alle Funktionen den benötigten Zonenadressen zuweist, oder werden temporär mit einem Inbetriebnahme-Controller mit Display verbunden, der die Zonenzuweisung dann vornimmt. Im LTE-Mode sind komplexe Parameteränderungen möglich, allerdings dann nur unter Zuhilfenahme eines wiederum computerbasierten Tools. Geräte, deren Inbetriebnahmemodi sich unterscheiden, können nicht direkt miteinander kommunizieren. Jedoch bieten viele Hersteller Gateways an, über die dann der Datenaustausch zwischen verschiedenartigen KNX-Geräten stattfinden kann. KNX Interworking. Das KNX Interworking beschreibt ein standardisiertes Modell, das garantiert, dass alle für den Feldeinsatz entwickelten KNX-Busgeräte zu 100% kompatibel sind, egal von welchem Hersteller sie kommen. Das Modell ist in sechs Schichten unterteilt. Die unterste Schicht beschreibt die Übertragungsmedien. Hier spielt die Physik die wichtigste Rolle. Welche Leitungen dürfen verwendet werden? Welche Übertragungsraten sind möglich? Wie werden die Daten auf das Medium aufmoduliert und so weiter? Um die Informationen innerhalb eines Mediums austauschen zu können, benötigt man wiederum sogenannte Busankoppler. Die Betriebssysteme, auch Stack genannt, dieser Busankoppler sind von der KNX Association zertifiziert und somit ebenfalls genormt. Sie orientieren sich übrigens am sogenannten Sieben-Schichten-Kommunikationsmodell der Internationalen Standardisierungsorganisation ISO, das bereits 1979 für serielle Kommunikationssysteme festgelegt und bis heute nicht mehr verändert wurde. Busankoppler stellen das Vermittlungsglied zwischen Anwendungsmodulen und dem jeweils gewählten Busmedium dar. Die Anwendungsmodule besitzen genormte Schnittstellen für die Busankoppler. Was das bedeutet, dazu mehr im Kapitel Busgeräte. In den meisten Fällen sind Anwendungsmodule und Busankoppler allerdings heute ein einziges Gerät. Damit dieses Gerät dem Kundenwunsch entsprechend arbeitet, benötigt es eine konfigurierbare Anwendungssoftware. Diese Anwendungssoftware befindet sich bei Easy-Mode-Geräten bereits vollständig im Gerät, sodass, wie besprochen, der Inbetriebnehmer nur die Sensor-Aktor-Kopplung herstellen muss. Beim System-Mode-Gerät gibt es die Anwendungssoftware separat von den Herstellern zum Download auf deren Support-Website und immer häufiger auch vom zentralen KNX-Datenserver in Brüssel. Diese Anwendungssoftware ist ebenfalls vom Aufbau her standardisiert, sodass sie in der ETS importiert, konfiguriert und schließlich in die Busgeräte geladen werden kann. Diese fünf standardisierten Schichten ermöglichen letztlich die Realisierung der verschiedenen Funktionen in einem intelligenten Gebäude auf Schicht 6. Die Quintessenz aus dem KNX Interworking-Modell kann so zusammengefasst werden: Geräte unterschiedlicher Hersteller und Gewerke, versehen mit dem KNX-Warenzeichen und somit zertifiziert, die dieselben Konfigurationsmethoden verwenden, können problemlos zu einer funktionierenden Anlage verknüpft werden. KNX-Anlagen können von jedem ausgebildeten KNX-Installateur betreut werden, da es nur ein einheitliches Projektierungs- und Wartungswerkzeug auf PC-Basis namens ETS, Engineering Tool Software, gibt. Dieses Werkzeug erwartet keine programmiertechnischen Kenntnisse. Die Tätigkeit des Installateurs oder Systemintegrators nennt sich vielmehr Parametrierung.
Jeder nach KNX-Richtlinien ausgebildete Installateur oder Planer kann mit dem KNX-Partnerlogo werben und wird in ein entsprechendes Verzeichnis aufgenommen. Dieses Verzeichnis kann jederzeit auf der Website der KNX Association eingesehen werden. Wie schon im Kapitel Allgemeines dargelegt, ist die ETS das einzige umfassend nutzbare Tool für alle KNX-Anlagen, von der Planung bis hin zur Wartung. Die heutige Version der ETS, die ETS 5, ist in 4 Ausführungen erhältlich. Erstens als Demo-Version, die nach Anmeldung im mai.knx.org-Portal kostenlos heruntergeladen werden kann, ca. 120 MB zurzeit. Mit dieser Demo-Version können Sie Projekte mit maximal 5 Teilnehmern erzeugen. Es ist nicht möglich, diese Version zu aktualisieren, Apps laufen nicht. Zweitens, ETS 5 Lite. Sie ist voll funktionsfähig, unterstützt auch alle Apps, hat jedoch die Einschränkung, dass die Teilnehmeranzahl auf je 20 pro Projekt beschränkt ist. Dabei gibt es aber keine Beschränkung hinsichtlich der Anzahl der Projekte. Um sie installieren zu können, benötigt man einen Dongle. Drittens, ETS 5 Professional. Sie unterscheidet sich von der Lite-Version nur über die Anzahl der Busteilnehmer je Projekt. Die ETS Professional ist nur durch die physikalische Adressierung begrenzt. Es gibt also keine willkürliche Einschränkung in der Anzahl der Teilnehmer. Natürlich werden auch alle Apps unterstützt. Viertens, Supplementary Version. Sie ist eigentlich auch eine ETS 5 Professional. Sie ist jedoch wesentlich preisgünstiger, weil diese Version an den Erwerb einer Hauptlizenz gekoppelt ist. Die KNX Association verkauft maximal 2 Supplementary Lizenzen zu einer Hauptlizenz. Um Geld zu sparen, wenn man mehr als eine Lizenz benötigt, empfiehlt es sich also, je 3 Lizenzen, einmal Haupt- und zweimal Supplementary zu kaufen. Dann beträgt der Gesamtpreis nur 1.300 Euro anstelle von 3.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Dongle-Handhabung. Die ETS prüft zyklisch, ob am PC ein passender Lizenzdongle angeschlossen ist. Wenn das der Fall ist, werden die darauf befindlichen Lizenzen freigeschaltet. Die von der KNX Association gelieferten Dongles müssen vom Nutzer mit den separat im Online-Portal gelieferten Lizenzen aktiviert werden. Die Dongles können mit allen Lizenzen der KNX Association geladen werden, sofern sie zur ETS 5 passen. Also auch den Apps. Und die ETS erkennt auch mehrere Dongles und kann die darauf befindlichen Lizenzen dann kombinieren. Nun sind Sie am Ende des Kapitel 2 Allgemeines schräger Systemargumente angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören.